Norwegens Skilanglaufstar Johannes Høsflot Klebo hat wegen eines von ihm verursachten Verkehrsunfalls mit Verletzungsfolgen eine 16-tägige Haftstrafe auf Bewährung erhalten. Das Gericht in der Provinz Sør-Trøndelag verhängte zudem eine Geldstrafe von rund 1.000 Euro sowie einen 9-monatigen Führerscheinentzug gegen den 22-Jährigen, der bei der WM in Seefeld das gleiche Gold-Triple wie schon bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang geschafft hatte. Høsflot Klebo hatte am 12. Dezember in einem Kreisverkehr im Westen Trondheims mit seinem SUV einen anderen Wagen gerammt. Dessen Fahrer hatte angehalten, um ein Mädchen über die Straße zu lassen. Die 12-Jährige erlitt bei dem Unfall ebenso Verletzungen wie ein 35 Jahre alter Fahrzeuginsasse. Høsflot Klebo hatte seine Schuld am Unfallort sofort eingestanden. Punkt. Johannes Høsflot Klebo hatte in Seefeld wie schon bei Olympia im Sprint, im Teamsprint sowie mit der norwegischen 4x10 Kilometer Staffel triumphiert.